Sinfonie des täglichen Überlebenskampfes. Freundschaftlichkeit und Härte, Harmonie und Dissonanz. Neu-Delhi, Indiens Hauptstadt, trägt einen verheißungsvollen Namen. Delhi bedeutet Schwelle. Wer sie übertritt, taucht ein in Indiens Farben, Gerüche und Geschmäcker. Indien, ein lange Zeit in Europa unbekannter Kontinent der Düfte und Gewürze, zu dem Entdecker und Abenteurer schon in der Antike aufgebrochen waren. Auf verwegenen Routen waren einige weit an ihm vorbeigesegelt und hatten versehentlich einen anderen, Amerika, aufgespürt, im Glauben, dort läge Indien. Die erhofften wertvollen Gewürze fanden sie damals nicht auf den westindischen Inseln vor den Küsten Amerikas, denn die meisten von ihnen gab es einst nur in Indien. Sinnbild Indiens ist für den Westen der Curry. Doch in Indien selbst trifft man nicht selten Menschen, die mit dem Päckchen Gewürz nichts anfangen können. Darüber weiß ich gar nichts. Ich habe es auch noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass es sich um ein gelbes Pulver aus vielen verschiedenen Gewürzen handelt. Die gelbe Farbe kommt bestimmt von Kurkuma, der Gelbwurz. Dann sind da noch andere Gewürze drin, vielleicht Koriander und ein wenig Pfeffer. Sowieso. Gewürzmischungen nennen wir in Indien Masala, nicht Curry. Da liegt der Unterschied. Um zu erfahren, was Curry im Land seiner Erfindung in Wirklichkeit ist, sind wir zu seinen Quellen gereist, wo er zum Teil noch in aller Ursprünglichkeit hergestellt wird, als Hauptlebensmittel im Alltag. Curry in Indien ist ganz und gar kein Einheitsbrei, sondern hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Zweimal im Jahr verwandelt der Monsun den südindischen Bundesstaat Kerala in einen Paradiesgarten. Beim Gewürzfarmer Abraham im Örtchen Kumili kann der Besucher die meisten Nutzpflanzen dieser Breiten in Augenschein nehmen, unter fachkundiger Führung. Viele Besucher haben den Eindruck, durch einen Urwald zu wandeln. Doch bewegen sie sich in Wirklichkeit auf dem Gelände einer Farm, in der jede Pflanze, jeder Baum seinen nutzbringenden Platz einnimmt. Wir befinden uns im Ursprungsland vieler Gewürze, die es vor Tausenden von Jahren einmal nur hier gegeben hat. Bis auf den heutigen Tag finden sie alle Verwendung in jedem guten Currygericht. Die Kardamom Hills im Hinterland der Malabarküste im Südwesten Indiens haben ihren Namen von dem Gewürz, das hier einmal verbreitet und weltweit einzig wild gewachsen war, dem Kardamom. Heute pflücken Tagelöhnerinnen mühsam und für wenig Geld seinen marktauglichen Ur-Urenkel, der größer zwar und einträglicher ist, doch bei weitem nicht so aromatisch. Dennoch würzt er den arabischen Kaffee genauso wie die verschiedenen Arten des indischen Curry. Wie Kardamom gedieh auch Pfeffer ursprünglich nur hier. Von wo aus die kletternde Schmarotzerpflanze sich entlang des Äquators über die Seehandelsrouten verbreitete. Auch Pfefferplantagen sehen wie Urwälder aus. Aber die Bäume, einst als Halt für die Kletterpflanze gesetzt, dienen am Ende als Bauholz und fürs Herdfeuer. Kleinbauern sammeln und verlesen Pfeffer noch wie in alten Zeiten. Das Trennen der Körner von den Rispen wird in größeren Farmen inzwischen von Maschinen erledigt. 500 Jahre ist es her, da zerbrach ein Gewürzmonopol an einer frühen Globalisierung. Sie brachte Kerala die wirtschaftliche Blüte. Die Türken hatten zuvor die Gewürze hier exklusiv eingekauft und nach Europa geliefert. Weil es keinerlei Konkurrenz gab, erhielten die Farmer in Kerala nur einen geringen Preis für ihren Pfeffer, während die Europäer für ihn sehr teuer bezahlen mussten. Nach der Ankunft Vasco da Gamas gab es erstmals einen echten Wettbewerb zwischen mehreren Gegenden der Welt, sowohl beim Kauf als auch bei der Lieferung. Then there is a competition in purchasing as well as in supply.
Die Menge, die diese Tagelöhner gerade zum Trocknen wenden, wäre einst mehr als ein Vermögen wert gewesen. Für ihre Ladung erhielten venezianische Gewürzhändler des Mittelalters in der Lagunenstadt das Hundertfache von dem, was sie zuvor in Indien bezahlt hatten. Pfeffer war nie Luxusgut allein, sondern auch gefragt, in Zeiten ohne Kühlschrank leicht verderbliche Speisen ohne Salz haltbar zu machen. Eine Aufgabe, die Gewürzmischungen in Indien heute noch haben. Ein Pfefferkontor in Kochi, Südindien. Kochis Pfefferbörse ist heute geschlossen, weil Gewürze en gros nur noch im Internet gehandelt werden. Dennoch ist die Geschichte der Malabarküste im Gewürzgeschäft ungebrochen und reicht zurück bis zu den Römern und später den Türken. Zur Zeit Kublai Khans landeten auch Chinesen und hinterließen Netze für die Strömungsfischerei als Gastgeschenk. Im 15. Jahrhundert kamen Portugiesen, dann Holländer, schließlich die Briten. Chronik einer Gegend, von wo aus die meisten wertvollen Gewürze ihren Siegeszug in die Welt antraten, auf dessen Pfaden auch der Curry zu uns kam. Oder das, was wir dafür halten. Heute ist Kerala Ziel von Reisenden aus aller Welt. Von Menschen, die in der altindischen Medizin des Ayurveda Heilung suchen. Vor allem aber der Landschaft wegen. Liebenswürdiger Empfang im Coconut Lagoon. Das Hotel ist ausschließlich mit dem Boot zu erreichen und liegt an den Ufern der Backwaters, einer Lagunenlandschaft im Hinterland der Malabarküste. Herbstmonsun. Coconut Lagoon wird für sein Konzept der Nachhaltigkeit gerühmt, das die örtliche Bevölkerung in seine Arbeit mit einbezieht, in Hinsicht auf Personal, Inanspruchnahme von Dienstleistungen und vor allem auf die örtliche Land- und Fischereiwirtschaft als Lieferanten für seine ausgezeichnete Küche. Chefkoch Gerjav Balji wird ein traditionelles Fischcurry zubereiten, wie es für den indischen Süden typisch ist. Die Gemüse und Gewürze, die in seiner Küche normalerweise vorkommen, sind von solch großer Zahl, dass er sie in der kurzen Zeit nicht aufzählen kann. Curry, erklärt er, haben die Briten vom Wort Kari aus dem Malayalam abgeleitet, einem südindischen Dialekt. Es bedeutet ganz einfach Gericht mit Soße und ein Fischcurry ist daher nichts anderes als Fisch in Soße. Julienne of Ginger, sliced green chili. Kerala Curry is not very spicy. Kerala Curry sind normalerweise nicht scharf. Die nicht vegetarischen Gerichte sind scharf, aber die vegetarischen nicht. Eine Warnung durch die Blume. Fischcurry ist nicht vegetarisch. Unter Currypulver verstehen wir Verschiedenes. Gemahlenen Chili, Kurkuma und Koriander. Kurkuma beispielsweise ist nicht nur ein aromatisches Gewürz, sondern auch ein ayurvedisches. Es ist gut in der Kosmetik, bei Hautkrankheiten oder Ähnlichem. Zum Fisch mit Soße kommen Curryblätter, was die Verwirrung komplett macht, weil die Briten auch diesen Namen falsch verstanden haben. Die medizinisch wirksamen Blätter heißen eigentlich Karivepila und haben mit Curry nichts zu tun. Als Beilage werden gedünstete, frische und Kochbananen gereicht. Eine Delikatesse für jeden, der Bananen nur aus dem Supermarkt kennt. Im Land der Kokosnüsse schwimmt der Fisch zum Schluss in einem Bad aus frischer Kokosmilch. In Kerala benutzen wir Kokosmilch praktisch in jedem Curry. Solch ein Curry zusammen mit Reis gibt es nur im Süden Indiens. Land der Kokosnüsse bedeutet in der Sprache der Einheimischen der Name Kerala. Kokospalmen überdachen das Hotelgelände des Coconut Lagoon und säumen die zahlreichen Kanäle und Seen der Backwaters. Im Hinterland der Malabarküste Keralas breitet sich über 2000 Quadratkilometer eine Lagunenlandschaft aus Seen und künstlichen Kanälen, auf denen eine Hausbootflotte Ausflügler und Ferntouristen umherschippert, als schwimmende Aussichtsplattformen mit Blick auf den Familienalltag an den Ufern der Backwaters.
Die täglichen Lebensmittel kommen teils aus dem Wasser, teils von den Reisfeldern, die hier bis zu 4 Meter unter dem Meeresspiegel liegen. Ein authentisches Curry entsteht immer um etwas herum, das gerade im Angebot ist, in diesem Fall die Süßwasserlanguste. Den zeitlichen und räumlichen Grenzen einer Hausbootküche geschuldet, kommt hier Currypulver aus dem Päckchen zum Einsatz. Es soll die Erfindung eines Majors der britisch-indischen Kolonialarmee sein, der indischen Soldaten in Diensten ihrer Majestät zuliebe und um ihnen Lammkoteletts mit Minzsoße zu ersparen. Später hat es den Engländern selbst geschmeckt und fand über sie weltweit Verbreitung. Langusten an Päckchen-Currysoße. Der Bundesstaat Rajasthan im Nordwesten Indiens war einmal ein eigener Staat der kriegerischen Rajputen. Ihre Kampfelefanten verbreiteten Furcht und Schrecken vom Ganges bis zum Hindukusch. Ihre Nachfahren erdulden stoisch den heutigen Verkehr und kehren von der Touristentour in ihre Stallungen zurück. Vor den Toren der Hauptstadt Jaipur liegt der kleine Ort Amer. Hier steht eine der größten Palastanlagen Indiens. Innerhalb seiner 35 Kilometer langen Mauern lag eine Residenz und ein hochsicherer Marktplatz für den Tausch von Gewürzen gegen Gold. Seit einem hohen Besuch aus dem englischen Königshaus im 19. Jahrhundert kleidet sich die Metropole Jaipur in rosa-rot, weshalb sie auch Pink City genannt wird. Die Farbe entspricht in etwa den lokalen Currys, in denen geriebene rote Chilischoten vorherrschen. Chili war einst mit Christoph Kolumbus aus Amerika gekommen und über die Portugiesen nach Indien gelangt. Wegen seiner Schärfe ersetzt er seit geraumer Zeit den teureren Pfeffer. Der Bedarf ist riesig. Die Mehrheit der Menschen in Rajasthan sind Hindus, also Vegetarier. Die Hausangestellte Anita kommt aus dem ostindischen Bundesstaat Bengalen, wo man Fisch und Fleisch isst und mit Reis kocht. Deshalb schaut sie genau zu, wie die Frau des Hauses ein typisches vegetarisches Curry aus Rajasthan zubereitet. Ghatta, ein Arme-Leute-Essen aus der Hand der adligen Rajputin Sunita Banwa. Aus Linsenmehl werden dicke Nudeln geformt und im siedenden Wasser gargekocht. Das Wichtigste ist wie immer die Soße, die auf einer Zwiebel-Knoblauchpaste aufbaut. Das ist das Gewürzsortiment, aus dem die Leute ihre Curries machen. In Südindien verwendet man nicht so viel roten Chili. Deshalb haben wir alle dieses runde Tablett, in dem alle Gewürze enthalten sind. Erst Gelbwurz, dann etwas Salz und Korianderpulver. Koriander dickt die Soße etwas ein. Dann rotes Chilipulver. Rot leuchten die Gesichter am Herd. Rot muss auch ein Arme-Leute-Curry in Rajasthan sein, denn Rot ist die Königsfarbe der Rajputen. Vom Chilipulver bekommt es seine rote Farbe. Ein Gericht ohne grelle Farben würde vermutlich den meisten Indern von vornherein nicht munden, denn Indien ist überall bunt. Das sind die Ghattas. Ghatta, Arme-Leute-Curry aus einer Wüstenregion, zubereitet von einem Mitglied des königlichen Clans der Rajputen. Über 400 Kilometer Richtung Osten, in die Mitte des indischen Bundesstaates, nach Neu-Delhi. Am India-Tor, dem Nationaldenkmal für die indischen Gefallenen zweier Weltkriege, treffen wir zufällig auf ein Curry der besonderen Art, einem Imbiss aus über Holzkohlefeuer gerösteten Kartoffeln. Überstreut mit einer selbst hergestellten Gewürzmischung. Ausgiebig getränkt mit Limettensaft und serviert auf allseits bekannten Pappschalen,
Das moderne Indien braucht schnelle Curries. Moderne und Tradition existieren in Indien Seite an Seite. So krass wie nirgend sonst auf der Welt. Die Altstadt Neu-Delhis. Abendlicher Verkehrskollaps der Lastkarren und Rikschas vor der Freitagsmoschee, der Jama Masjid. Aus dem Sozialfonds der Moschee beziehen muslimische Wäscher Wasser und Seife für ihre Arbeit. Sie gehören in Indien zu den ärmeren Schichten. Doch alle kostbaren und handbestickten Saris Indiens gingen einmal durch ihre Hände. Ruhe im Schutz des Gotteshauses vor der schmerztreibenden Unrast der Stadt. Salem Aziz zeigt uns den Weg zu seinem Haus im muslimischen Viertel der Altstadt von Delhi. Der Innenhof ist Mittelpunkt des Familienlebens. Wirtschafts- und Wohnbereich liegen parterre, die Schlafräume im ersten Stock. Mutter Rana backt Fladenbrot, den traditionellen Begleiter muslimischer Curries. Der Kniff, der den Fladen sich auf dem Feuer so eindrucksvoll aufblasen lässt, liegt an der Art und Weise, wie Rana ihren Teig ausrollt. Das üben Mutter wie Tochter Samra immer schon ausgiebig, wie auch die Zubereitung des Tees. Die Gasse vor dem Haus ist so, wie Muslime es gerne haben. Alle möglichen Geschäfte und Werkstätten liegen dicht bei dicht. Auch das Hammelfleisch für das Mittagessen gibt es gerade mal gegenüber. Das hier ist das Wichtigste. Joghurt. Gurma ist ein speziell muslimisches Gericht aus den früheren Zeiten. Solche Gurmas und Biryanis waren schon in der Mogulzeit bekannt. Gibt es einen großen Unterschied zwischen der Küche von Hindus und Muslimen? Ja, da gibt es einen Unterschied. Und worin besteht der? Der Hauptunterschied ist, dass wir unsere Gewürzmischungen benutzen und sie lassen bestimmte Gewürze aus, weil sie diese nicht richtig verdauen können. Die Hindus sind vorwiegend Vegetarier und bei ihnen finden sie entsprechend Gerichte wie Shahi Pani oder Dal Makhni. Curries unterscheiden sich durch die Verschiedenheit der Gewürzmischungen, wie sie je nach Gegend oder Religion zusammengestellt werden. Ob jemand Vegetarier ist oder sein Magen Fleisch mit Hilfe stärkerer Gewürze wie Kümmel oder Fenchel besser verdaut. Altes Indien, neues Indien. Sie leben miteinander nach der hinduistischen Vorstellung, dass es Zeit nicht gibt. Durch die Stadt Agra windet sich mühselig der austrocknende Yamuna. An seinem Ufer liegt wie eine überirdische Erscheinung der Taj Mahal. Zu Füßen des schönsten Bauwerks Indiens, vielleicht sogar der Welt, wächst Blumenkohl. Die Pächter sind Hindus und strenge Vegetarier. Schon bald könnten sie von den Feldern vertrieben werden, weil Investoren in bester Lage hier ein Einkaufszentrum bauen wollen. Für ein paar Cent nur pro Tag lebt die Sippe Bhagwan Singh von ihren Felderträgen. Das ist nur möglich, weil sie das meiste, was zur Ernährung nötig ist, selbst herstellen. Zum Beispiel auch die Gewürze für ihr tägliches Curry. Ich mahle die Gewürze und röste sie dann in Öl. Und wenn das Gemüse dann kocht, kommen die mit rein. Wo haben Sie das gelernt? Als Kind habe ich das gelernt und immer wieder gemacht. Jeden Tag mahlen wir auf dem Reibstein. Das geht ganz schön in die Arme. Ende einer Reise durch die Welt der Curries. Ihre Bestandteile sind ein Spiegelbild der Kulturen, die über Jahrtausende gewachsen sind und so vielfältig wie die Farben in den Saris der indischen Frauen.